Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, liebe Freunde, wir waren ja beim letzten Mal tatsächlich Alfred auf die Schliche gekommen und wir müssen jetzt hier weg. Tatsächlich, weil Alfred das ganze Gelände hier in die Luft jagen will. Und haben alle unsere Vorbereitungen getroffen. Wir haben unsere drei Ausweise. Können jetzt hier in dieses Flugzeug steigen und hier weg. Lass uns abhauen. Ja, das machen wir, lieber Steve. Dann setz die Ausweise ein, Claire. Benutzen. So, weiter geht's. Ein hochgesichertes System mit drei Ausweisen. Und Schalter betätigen. Nein, noch nicht. Bitte erstmal den dritten einsetzen. So. Genau. Eine Kontrolltafel für den Lift. Schalter betätigen. Yo. Ah, das heißt, wir können jetzt hier ins Flugzeug. Ah, wir können ins Flugzeug. Okay, cool, Freunde. Cool, cool, cool. Yeah. Und wir können hier abhauen. Das geht ja schon actiongeladen hier los. Wow. Transportflugzeug. Er ist abgeschlossen. Aha. Da ist eine Kiste. Na toll. Das heißt aber auch, dass ich mir die Lauferei vom letzten Mal hätte sparen können. Ja, super. Toll. Na gut. Woher soll ich es halt wissen? Ja. Genau. Nimm mal ein bisschen mehr Munition mit. Wie gesagt, ich weiß nicht, was hier kommt. Ich weiß ja nicht, was jetzt hier passieren wird. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass jetzt hier ein Boss kommt. Kombination damit bitte. So. Gut. Dann haben wir da irgendein Item liegen. Der Steve. Ah, okay, okay, ich weiß. Ich weiß, was das ist. Das ist ein Startergriff. Das ist so ein Hebel, ne? Genau, Steuerhebel. Wir haben ja beim letzten Mal schon auf der anderen Seite. Beziehungsweise, da hinten. Boah, wie geil das Flugzeug aussieht. Genau, da oben. Und da müssen wir dann jetzt die Brücke. Ja. Was soll man sagen? Die Brücke hochfahren. Damit wir hier raus können. Okay. Verstehe ich, Freunde. Ah ja, Claire, lass dir Zeit. Die Mucke, die verbreitet halt nur ein bisschen Stress. Geile Szene. Das ist richtig gut gemacht hier im Flughafen. Finde ich geil. So, das heißt, wir müssen ja tatsächlich nochmal an den Zombies vorbei. Ja, toll. Nicht beißen lassen, Leute. Nicht beißen lassen hier. Weil das wäre total unnötig, wenn wir uns jetzt hier beißen lassen würden. So, okay. Hier kommen wir aber auch vorbei, ne? Ja, da kommen wir vorbei, okay. Das ist gut, Freunde, das ist gut. Gut, dann müssen wir jetzt hier hinten hochfahren. Und die Brücke hochfahren. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei Code Veronica. Wird ja immer spannender hier. Und ja, ich nehme jetzt nach wie vor an diesem 10.04. auf, mittlerweile 10 Uhr abends. Und ja, wieder drei Folgen am Stück, so wie ich das immer mache. Ne? Genau hier. Na, hier müssen wir hoch. Und hier. War das hier? War das hier? Ja, war doch hier. Ja, ja, genau, genau, genau. Ich wollte schon sagen. Wieder falsch. Nein, nein. Ich bin schon goldrichtig hier. Alles klar. Gut. Hier, genau, hier. Der Steuerhebel fehlt. Aber den Steuerhebel, den haben wir jetzt. Hier. Benutzen. So. Den Hebel umlegen? Ja, mach mal. Mach mal. Und da kommt die Brücke hoch. Ist das nicht toll? Ist das nicht geil? Gut. Wow. Schau dich das an. Richtig geil. So, Freunde. Gucken wir mal, was jetzt hier noch ist. Das ist wieder ein neuer Raum.
Oder ist das nur ein Aufzug? Oh, was ist das jetzt hier? Nochmal was komplett Neues hier. Was ist denn das jetzt? Okay. Ah, da liegt was. Zombies. Flughafenschlüssel. Alles klar. Die stehen auf, oder was? Stehen bestimmt gleich auf, ey. So, was haben wir hier? Was ist das denn hier? Nochmal ein Rätsel. Dietrich benutzt. Ja, Wachball. Ein Heilspray. Ja, nehme ich gerne. Nehme ich gerne. Erste-Hilfe-Spray. Hier ist nichts mehr. Alles klar. Das Gerät steuert den Öldruck der Brücke. Aha. Müssen wir hier eine Flughafenschlüssel benutzen, oder was ist hier los? Hä? Steuert den Öldruck der Brücke, ja, aber hä? Flughafenschlüssel. Hier ist nichts mehr. Aha. Aber wir haben den Flughafenschlüssel. Aber wenn wir jetzt da hinten hingehen, dann können wir doch nicht mehr auf die... Hä? Bin ich jetzt blöd, oder? Wir können doch da gar nicht auf die andere Seite. Das checke ich gerade nicht. Das ist nur der Aufzug hier, ne? Das PC, ja. Ah, guck mal, was ist das denn hier? Weiter benutzt. Achso, okay. Ach, hier die Tür, oder was? Hier die Tür. Ah, okay, okay. Die Tür. Steht K402, der Flughafen. Ja, mach. Mach auf, los. Was auch immer, wo auch immer das hinführt. Wieder ins Nichts. Okay. Neuer Bereich wieder. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Oh nein, und ich kann die Sachen nicht mit... Ah doch. Die Muni kann ich mitnehmen. Aber die Heilung nicht... Nein. Nein. Och, und... Ach, da... Oh, ach, 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 ach. Gott sei Dank. Eine Kiste. Eine Kiste. Heilung haben wir, glaube ich, auch zu viel. Munition haben wir, glaube ich... Das ist schon heftig. Haben wir, glaube ich, auch ein bisschen zu viel. Nehmen wir die eine Welt da raus. So. Dann haben wir hier Munition. Granaten. Die können wir direkt mischen. Ah, es zieht sich doch noch ein bisschen. Ich hatte jetzt gedacht, dass wir hier so schnell rauskommen. Aber ist scheinbar nicht so. Okay. Speichern können wir hier, aber lass ich mal. Das Gerät steuert die Belüftung. Gut. Grünes Kraut. Nochmal grünes Kraut. Aber die Heilung werde ich auch ablegen, Freunde. Weil wir die definitiv noch brauchen werden. So, aber dann nehmen wir doch das eine nochmal mit. Das blaue haben wir auch nicht gebraucht, ne? Und... Ja, bin ich mal... Was ist das denn jetzt hier? Aha. Kiste schieben, oder was ist hier los? Oder können wir hier unten durch? Haha, das wär's ja. Die Ladung blockiert die Tür. So kann der Fahrstuhl nicht benutzt werden. Ja. Schieben, oder was ist hier los? Ah, durchschieben. Alles klar. Ja, cool. Ah, hier die auch, oder was? Ah, das andere auch, okay. Nochmal ein Schieberätsel. Das ist natürlich cool jetzt. Oh. Ah, wartet mal. Wartet mal. Nicht, dass ich das jetzt hier verkacke.
Kannst du die verschieben? Nein, kann sie nicht. Ich hoffe, dass die da hinten... Ich hoffe, dass die Kiste da hinten reinpasst. Müssen wir probieren. Na, müssen wir... Ja, müssen wir probieren so. Claire, schieb. Scheiße. Ah doch, okay, alles klar. Passt das? Ha! Das passt haargenau. Okay, dann schieb das Ding da rein und... Nimm die Finger weg. Okay, so, gut. Das heißt, wir können jetzt den Aufzug nutzen. Oh nein. Na toll. Okay. Ein Zeitcounter. Oh Mann. So. Ein Zeitcounter. Ah ja. I will not allow you fools to escape. Ach. This is what you get for trying to oppose me. Now feel my revenge. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Ja, gut, dass ich gerade atmen kann. Ist das Mr. X? Ist das Mr. X oder der Tyrant aus Teil 1? Da bin ich jetzt gerade, müsst ihr mir sagen. Oh Gott, beides schlimm. Also beides, ach, guck mal. Warum sind wir denn jetzt wieder hier? Ja, na toll. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder... Okay. Alles klar. Gut. Das heißt, wir müssen hier jetzt wieder runter. Was? Ach du Scheiße. Oh Mann. Nein. Komm. Kann man da dran vorbei? Kann man an dem vorbei oder muss ich den kaputt machen? Ach du Scheiße. Boah, der... Das ist, glaube ich... Das ist der... Das ist der Tyrant, oder? Und das ist eine Bo, deswegen... schieß drauf! Und er kippt um. Er kippt um. Oh Gott, aber ich komme nicht vorbei. Okay, das heißt aber dann... Ach du Scheiße. Okay. Schieß weiter. Er steht noch. Scheiße, nein. Nimm die Hitzegranaten und schieß drauf. Keine Ahnung. Wir kommen nicht an dem vorbei. Wir kriegen den nicht kaputt. Ne, wir kommen nicht vorbei. Wir kommen nicht vorbei. Was ist denn jetzt mit dem hier? Okay, er kippt um. Oh. Oh, wir haben den Tyrant umgelegt. Oh mein Gott. Oh, wieder eine neue Mucke. Okay. Puh, was war das denn? Oh. Holy shit. Okay, aber wir haben ihn erstmal umgelegt. Das ist schon mal gut, ey. Also wir waren, glaube ich, sogar relativ munitionssparend. Weil wir hatten ja diese Bow-Munition, ne? Und die hat uns, glaube ich, den Arsch gerettet. Gut, dass wir die aus dem Gefängnis mitgenommen haben. Das war der Diamond, oh mein Gott. Also Mr. X kann es auch sein, aber... Wie gesagt, das muss mir jemand sagen, der das Spiel kennt. Oh Gott, jetzt ist das U-Boot unten. Ah, okay. Das muss mir jemand sagen, der das Spiel kennt. Ob das jetzt Mr. X ist oder der Tyrant. Beides ist einfach lästig. So, aber dann haben wir ihn umgelegt.
Und dann können wir jetzt hier abhauen, hoffentlich. Meine Güte, ey. Aber wenn das jetzt der Endboss gewesen sein soll, dann weiß ich auch nicht. Langsam wird auch die Zeit ein bisschen knapp. Wir haben nur noch die Hälfte. Aber komm, das müssen wir schaffen jetzt. Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. Los, so schnell wie möglich hier hoch. So. Aber die Szene, die backen mal ein bisschen. Keine Ahnung warum. Upsala, da war gerade bei der Katze. So. Okay. Gut. Dann hier. Einmal hier durch. So. Alles klar, Freunde. Puh, ey. Das ist jetzt gerade. Jetzt nochmal an den Kack-Zombies hier vorbei. Genau. Aber hey, gut geschafft. So. Gut, und da müssen wir nochmal ins Flugzeug. Das ist aber knapp bemessen hier mit der Zeit, ey, muss ich sagen. Dann direkt hier drauf los. So, Hebel betätigen. Boah, rein da. Rein da, Claire. Ja, haben wir es jetzt geschafft? Haben wir es jetzt geschafft? Das wär's ja. Aber wie gesagt, ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das. Jawohl! Ja, danke. Ich musste den Timer erledigen. Oh yeah. Oh yeah, wir sind entkommen. Okay. We made it! Yahoo! Ugh, it's finally over! Claire, I'm sorry. I know I caused a lot of trouble for you. No, it's okay. It was hard for both of us. Well, I really hope you find your brother. I know what it's like to be alone. Oh, Steve. So, where should we go now? I can take you anywhere you want to go, Claire. I hear Hawaii is nice this time of year. You got it. Da lag gerade Munition. Verdammt. This game is not over yet. Now you will see what real terror is all about. Okay, seit wann haben die Ashfords einen Kampfjet? Verdammt. Hey! What the?
cargo room hatch is open. I'll go back and check it out. Thanks. I've unlocked the cargo room door. Okay. Freunde, diesen Alarm kenne ich von Parasite Eve 2. Und zwar kurz bevor bei Parasite Eve 2 die Golems aufgestanden sind. Ich habe ungutes Gefühl. Da ist die Kiste. So. Bereit war es, bevor. Ich weiß nicht, was da kommt, wie gesagt. So. Aber wir haben ja. Nehmen wir nochmal die Säuregranate. Ich weiß es halt nicht. Ne? Wisst ihr was? Ich nehme mal die Armbrust. Mal gucken. Okay, raus hier. Bin ich jetzt echt mal gespannt. Spannung. Spannungsaufbau hier ist immer genial gemacht. Muss ich echt sagen. So, was passiert? Och nö! Nicht der schon wieder! Hä? Ich hab den doch schon mal umgelegt! Ja, na toll! Scheiße! Ja, der Tyrant, der gibt natürlich nicht so schnell auf, ne? Vorbereitung beendet. Das Katapult ist bereit. Katapultieren? Hä? Was ist das denn jetzt? Wow! Das ist ein Katapult. Was ist das denn? Okay. Bringt die... Die Brandpfeile, bringen die was? Ah, oh, das sieht gut aus, oder? Ah, der kippt aber nicht um, du. Der kippt aber nicht um. So, was ist das denn? Oh, aua. Oh, ist der krass, der Typ. Alter. Orange. Was zur... Verbreitungsphase läuft. Scheiße. Scheiße. Sie sind tot. Scheiße. Nein. Verdammt. Wir sehen uns gleich wieder. So, Feuer, bin ich jetzt wieder an der Stelle. Alles klar, da kommt ein Tyrant an. Aber wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das denn jetzt? Wir müssen die irgendwie da runter katapultieren. Verdammt doch mal. So, mach mal ein bisschen turbomäßig hier. So. Ich möchte nicht so lange warten. So. Alles klar. Das ist so ein blöder Tyrant hier. Mensch noch mal. Ich glaube, wir müssen ihn... Keine Ahnung. Wir müssen ihn vielleicht wahrscheinlich einmal umlegen oder so. Ich habe keine Ahnung. Und dann rauskatapultieren. Weil die Vorbereitungszeit dieses Katapults ist echt krass. So, Vorbereitung beendet. Das Katapult ist bereit. So, dann leg den mal um. So, Kombi hiermit. So. Da ist er schon. Warum ist er denn schon hier? Aua. Verbreitung kaputt. Ja, katapultiere ihn raus. Nee, der fällt nicht raus. Der fällt nicht raus. Okay. Okay. Na komm. Das kann doch nicht wahr sein. Pff, nimm die Heilung. Alter. Alter Schwede. Oh, der trifft aber auch immer, ne? Verdammt nochmal.
Ja, komm dann. Lauf einfach vorbei. Aua. Boah, der ist so krass. So, jetzt müssten wir es aber können, oder? Ja, katapultieren raus. Das geht nicht. Ich krieg den hier nicht rauskatapultiert. Wieso soll ich das denn machen? Ich sterb hier schon wieder. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Was passiert, wenn wir nochmal drücken? Was passiert dann? Dann wird es einfach wieder geladen, oder wie? Ach nein, dann kommen wir... Okay. Verdammt. Ich bin gleich wieder da. So, ich bin jetzt wieder hier an der Stelle. Ja, wie machen wir das denn jetzt da vorne mit dem? Ich meine, da ist ja ziemlich lange hier mit stehen geblieben, ne? Ich glaube, wir müssen den irgendwie nach vorne locken. So, dann. So, dann machen wir das doch jetzt einfach mal mit der Armbrust, dass ich den nochmal kurz vor das Loch da locke. Und wenn nicht, dann... Dann werde ich das beim nächsten Mal nochmal versuchen. Aber was ist das mit dem Tyrant hier? Oder wartet mal, halt kurz bevor er... Aber schneller. Kurz bevor er, wenn er einmal umfällt, ne? Ich glaube, dann können wir ihn raus katapultieren. So, Vorbereitung beendet, das Katapult ist bereit. So. Ich glaube, wenn er einmal, genau so. Und dann jetzt hier? Ich muss dieses Monster besiegen. So. Und dann jetzt hier? Katapultieren? Nee, das klappt nicht. Nee, das klappt nicht. Na komm, dann baller ihn einfach kaputt. Baller ihn ab, Claire. Baller ihn ab. Oh, verdammt, ich habe da keine Muni mehr für. Muss ich das Monster besiegen. Alter. Verdammt nochmal. Drei Granaten. Ah, da war er doch. Ach, scheiße, jetzt bin ich wieder in der Falle hier. Gelb. Boah, ist der heftig. Kombination hiermit. Oh! Aua, der tut doch weh. Oh ja, orange. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Alter. Aua, Mann. Okay, lauf! Oh. Okay, das Ding ist aktiviert. Katapultieren! Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank, schaut euch meinen Lebenszustand an. Oh Gott. Oh Mann. Aber. Ey, Freunde. Wir haben es geschafft. Wie geil ist das denn? Boah, okay. Und es wundert mich, dass sie hier nicht hin und her fliegt, aber okay. Gut, wir haben den Tyrant runtergeschmissen. Alles klar. Ich meine, wir sind jetzt über der Folge, aber ich mache jetzt erstmal weiter. What was wrong? Oh, nothing. Just a giant cockroach that had to be stepped. Ja, klar. Ja, klar, Claire. What's happening? I don't know. The plane just changed direction on its own. It's flying in autopilot mode. I can't switch over to manual control. My apologies, but I cannot let you escape now. Alfred, you cross-dressing freak! Alfred ist also ein Crossdresser, ja. Ach, Claire.
Alles klar. Latitude 82.17 degrees. That's the Antarctic. We're over the Antarctic. What? Oh God. Hey, those are the seaplanes that left the island right before us. Then that must mean this place belongs to Umbrella. Das Ende der ersten Hälfte sichern. Ach, okay. Wir sind jetzt schon halb durch mit dem Spiel. Aha, krass. Ja, dann speichere das einfach mal, würde ich sagen, ne? Falls irgendwas passiert, starten von Teil 2. Okay. Alles klar. Weitere Cutscene. Wir sind in der Antarktis. Oh Mann. Ich glaube, Steve ist verknallt. Aber kann man ja verstehen. Oh, plane's trashed. Well, let's split up and find another way off this oversized freezer. Right. Okay, let's do it. Alles klar. Transportterminal Antarktis B1F. Wow, alles klar. neuer, komplett neuer Anfang hier, scheinbar. Teil 2 von Resident Evil Code Veronica. Aber gut, liebe Freunde. Hört trotzdem, dass die Folge leider schon ziemlich voll ist. Würde ich einfach mal sagen. Notfall-Evakuierungs VTOL-Halle. Zutritt verboten. Würde ich einfach mal sagen, ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann leider beim nächsten Mal. Es tut mir leid, wegen dem Cliffhanger. Aber ja, ist halt leider so, ne, im Let's Play-Projekt. Gut, würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.